Der Mittelfeldspieler Yannick Haberer hat einen neuen Verein gefunden, nämlich er wechselt im Sommer zu Union Berlin und wird damit seinen ehemaligen Verein in SC Freiburg ablösefrei verlassen. Union Berlin bleibt damit ihrer Transferphilosophie treu und verpflichten hauptsächlich Spieler, die entweder ablösefrei sind und nicht mehr wirklich bei ihren Vereinen gebraucht, werden aber trotzdem eine gewisse Qualität mitbringen und das könnte bei Yannick Haberer wieder der Fall sein. Aber bevor wir uns diesen Deal etwas genauer anschauen. Falls euch diese Videos gefallen, gerne eine Bewertung lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen und schreibt mal gleich eure erste Einschätzung und Meinung zu diesem Deal in die Kommentare rein. Hier nochmal das offizielle Statement von Union Berlin auf Twitter zu Yannick Haberer, nochmal in ganz kurzen Zeilen geschrieben: Verstärkung fürs Zentrum, Yannick Haberer wechselt zu den Eisernen. Also hier nochmal offiziell, dass der 28-Jährige ablösefrei vom SC Freiburg nach Berlin zu Union Berlin wechseln wird und somit das Mittelfeld auch weiter verstärken wird. Yannick Haberer ist 28 Jahre alt, er ist 1,86 groß, spielt bevorzugt im zentralen Mittelfeld und deswegen kann es auch mal vorkommen, dass er nach vorne geht. Das sieht man auch an seinen Stats, er hat in 25 Spielen, die gemacht hat, also relativ viele, 2 Tore auch geschossen, also er kann sich durchaus auch mal nach vorne bewegen. Bei Freiburg ist der Vertrag jetzt ausgelaufen und er hat natürlich im Mittelfeld mit einem Maxi Eggestein, mit einem Nicolas Höfler und auch einem Yannick Keitel auch natürlich Konkurrenz, die sich sehen lassen kann. Und ich denke auch, dass es hier sich um einen Ortswechsel gehandelt hat. Er sieht wahrscheinlich auch bei Union Berlin mehr Spielzeit in Zukunft. Kann natürlich auch sein, dass der Freiburg jetzt mit dem internationalen Fußball, den sie nächstes Jahr spielen werden, auch sich nochmal umschauen werden im zentralen Mittelfeld und da neben Eggestein noch einen anderen Spieler holen werden. Auf jeden Fall hat Yannick Haberer diesen Verein jetzt verlassen und sich Union Berlin angeschlossen. Haberer kommt aus der Jugend von Unterhaching, ist dann zu der TSG aus Hoffenheim gewechselt, wo er dann aber gleich weiter zum VfL Bochum eine Leihe absolvierte, um dann wieder zurückzukommen zu TSG Hoffenheim. Das war alles 2016 und er wechselte schlussendlich 2016 zum SC Freiburg, hat also schon 6 Jahre jetzt hinter sich bei diesem Verein, grundsätzlich also auch eine gewisse spielerische Konstanz auch bei diesem Verein gespielt, aber war jetzt nie auf dieser Höhe, dass er jetzt wirklich auf dem Niveau war, dass er jetzt zu größeren Vereinen wechseln konnte. Deswegen hier auch wahrscheinlich die Entscheidung von ihm und von seinem Management und auch von Union Berlin, dass sie hier eine Veränderung braucht und deswegen jetzt der Wechsel zur Union. Ganz genau einschätzen kann ich diesen Deal jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also es kann für Union-Verhältnisse wieder sehr, sehr gut ausgehen. Sie haben ja in der Vergangenheit mit ablösefreien Deals sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und holen auch immer wieder Spieler, die sich dann sehr, sehr gut entwickeln bei Union. Das könnte bei Haberer auch der Fall sein und er könnte sich hier im Mittelfeld mit einem Grischa Prömel und mit einem Khedira sehr, sehr gut einfinden und er hat auch wahrscheinlich diesen kampfbetonten Stil, deswegen auch hier das Interesse von Union. Was haltet ihr persönlich von diesem Deal? Findet ihr das ein guter Schritt für Haberer und glaubt ihr, dass der Wechsel nach Berlin auch für seine Karriere nochmal wichtig sein kann? Gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.